Ja, herzlich willkommen zurück zu Lufia 2. Ich habe auf der Weltkarte jetzt ein bisschen gelevelt. Die sind jetzt hier, könnt ihr sehen, Level 20 Maxim und Tia. Und ich habe in dem Shop hier den Warp-Zauber geholt, mit dem wir uns zu Orten, also in Städte, wo wir schon waren, warpen können. Was wir jetzt noch nicht unbedingt brauchen, aber was uns später sehr hilfreich sein wird. So, und jetzt sind wir im Nordtempel von Lunaria. Wir sprechen jetzt mal hier an. John wollte den Schlüssel benutzen, um Schatzsucher zu spielen. Ich habe ihn davor gewarnt, aber John hat den Schlüssel genommen und ist in die Höhle gegangen. Er ist noch nicht zurück. Ich mache mir große Sorgen. Was soll ich nur machen? Was ist los? Ich komme aus Tambel und wollte hier in Lunaria einkaufen. Nun will ich zurück nach Tambel und finde den Schlüssel für den Tempel nicht. Ich kann nicht zurück nach Tambel. Mein Bruder wird stinksauer sein. Also, das hier ist der Weg nach Tambel. Aber der Schlüssel ist weg. Und da ist ein kleiner Junge, gehe ich mal von aus, mit dem Schlüssel abgehauen in eine Höhle, die sich hier befindet, meine ich. Nordwesthöhle Lunaria. Bist du zufällig John? Ja, was ist los? Ich bin hier, um den Schlüssel zu holen. Ach so, der Schlüssel. Ja. Der Schlüssel ist, dein Großvater war etwas um den Schlüssel besorgt. Das wird haarig. Gib mir jetzt den Schlüssel, wir haben es eilig. Also, was ist jetzt? Du, Maxim? So läuft das nicht. Lass mich es versuchen. Willst du mir nicht erzählen, was geschehen ist? Wir sind ja auch nicht böse. Bitte sprich jetzt. Ein großes Monster tauchte plötzlich auf. Ich habe mich erschrocken. Naja, und dann habe ich den Schlüssel auf das Monster geworfen. Dann hat das Monster den Schlüssel an sich genommen und ist abgehauen. Alles klar, ich verstehe dich. Keine Sorge, wir werden den Schlüssel für dich finden. Ehrlich? Ja, wenn du uns versprichst, sowas nie wieder zu tun. Klar, verspreche ich euch das. In Ordnung. Geh nun nach Hause zu deinem Großvater, denn hier ist es zu gefährlich. Ja, das mache ich. Also der Kleine hat den Schlüssel geklaut. Du kannst gut mit Kindern umgehen, Tia. Ich bin vorbereitet, das ist alles. Ja, natürlich. Wenn er doch nur verstehen würde, was ich meine. An was denkst du gerade, Tia? An nichts. Weiter geht's, Maxim. Also der Kleine hat jetzt den Schlüssel geklaut. Und dann kam ein Monster und er hat unglaubliche Angst gehabt. Und dann hat er den Schlüssel kurzerhand auf das Monster geworfen. Und wir haben natürlich jetzt wieder das Problem, wir dürfen halt wieder ausbaden, dass er den Schlüssel da jetzt. Nee, Moment, da war man nicht. Dass er den Schlüssel da jetzt auf das Monster geworfen hat, weil wir als Helden müssen den natürlich jetzt wiederfinden, den Schlüssel. Ah, ist schon anstrengend, das Leben als Held. Oh, jetzt haben wir hier alles voll. Schmeiß mal was weg. Und was schmeiß mal weg? Schmeiß eine Bratpfanne weg. Braucht man nicht. So. Oder ne. So, sortieren. Jetzt nehmen wir die Truhe nochmal. So, Krafttrank gefunden. Ach Gott, ja. Verwenden können wir den auch nicht. Was soll das denn? Wir haben noch was. Ach so, wir haben. Naja. Wir haben 99 mal Krafttrank. Stimmt, das habe ich auch noch geholt. Ich war noch ein bisschen einkaufen, habe Gegengift und sowas noch gekauft. Ja, dann lass mal den da drin, weil wir sind voll mit Krafttrank. Dann gehen wir jetzt als erstes mal hier oben lang. Auch wenn da unten noch eine Tür war, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Gucken, was hier ist. So, ein paar Monster. Eine Tür. Eine Treppe, noch eine Tür. Gehen wir erstmal durch die Tür. Und hier haben wir uns wieder zum Auffrischen. Und hier sehen wir das jetzt. Dahinter verbirgt sich ein Gang. Mit zwei Schatztruhen. Mutschub gefunden. Und Heilsirup haben wir gefunden. Und so, weiter geht's. Hier oben die Tür. Was finden wir hier? Eine Tür. Ah, hier der Boden. Das sieht so aus, als könnten wir da vielleicht eine Bombe verwenden. Wollen wir mal gucken.
Ah, nee, bringt leider nichts. Sah so aus. Ich habe gedacht, da könnte man was verwenden. Naja. Wollen wir zurückgehen und die Treppe runtergehen, die wir eben in dem Raum hatten. Genau hier. Untergeschoss 3. Was haben wir jetzt hier? Ah, da können wir bestimmt. Ja. Uns einen Weg über das Wasser bahnen. Wow, drei Schatztruhen. Ja, Herr Jemine, jetzt. Ja, auch davon haben wir schon genug. Also, lassen wir das da drin. Zaubertrank kann man, glaube ich, noch nicht genug. Da habe ich keine von geholt. Ja. Und Kraftarmband haben wir auch noch nicht. Jetzt müssen wir die ganzen Monster hier besiegen, sonst kommen wir nicht da durch. Aber ich war ja auf der Weltkarte leveln. Deswegen dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein, die paar Monster jetzt hier eben zu erledigen. Gucken auch mal. Hier haben wir nämlich jetzt Funke. Gucken wir mal, was Funke bewirkt. Das ist ein Zauber. Oh, und den zieht alle. Der erste ist schon weg. So, zweiter ist auch weg. Fumi haut jetzt den dritten weg. Also Avor mit dem Fumi-Schlag. Jetzt nur noch einer übrig und den macht die Tia jetzt platt. Ja, ich sag ja, das Leveln, das bringt's wirklich. Kann man sich einige langwierige Kämpfe wirklich mit ersparen. Und es ist für euch natürlich dann nicht so langweilig, wenn wir die ganze Zeit da auf der Weltkarte rumlaufen oder hier in den Höhlen und Tempeln die ganze Zeit die Gegner mitnehmen. Sondern das geht dann hier wesentlich schneller. Ja, das Pferd, das kennen wir doch auch schon vom letzten Tempel. Fumi haut auch rein, ist auch richtig stark geworden. Und erledigt. 122 Erfahrungspunkte und ab in den letzten Kampf. Ah, komm her. Ah, ja. So, da, Mann. Jetzt machen wir mal. Ah, ne, er hat keinen Funke. Machen wir nochmal Funke. Haben wir einen, denke ich mal, auf jeden Fall schon mal weg. Wenn Maxim jetzt angreift und wenn Avo auch noch angreift, dann haben wir noch einen weg. Ja. Und im nächsten Zug sind dann auch die anderen beiden weg. Und dann können wir endlich wieder über die Stacheln gehen und raus aus dem Raum. Naja, gut, okay, in dem Zug doch noch nicht. Aber jetzt. Und weg. Ab hier hoch. Und eine weitere Treppe hinunter. Untergeschoss 4. Da geht schon wieder eine Treppe runter, aber wir gehen vorher wieder hier hin. Und noch eine Treppe. Wollen wir mal sehen, was hier in dem Raum ist. Vielleicht noch eine Treppe oder. Hey, noch eine Tür. Und Wasser. Aha. Damit haben wir jetzt den Wasserstand gesenkt. Wofür wir das jetzt brauchen, habe ich allerdings auch noch nicht so richtig eine Ahnung. Ah, gehen wir mal hier die Treppe als erstes runter. Oh, die Fackeln, das sieht schon sehr geheimnisvoll aus. Da haben wir einen Speicherpunkt. Das sieht mir wieder aus, als wenn danach aus, als wenn es hier in der Nähe den Endboss gibt. Aber hier irgendwie die Brücke, wie auch immer, ist kaputt. Deswegen gehen wir nochmal hoch. Müssen wir was anderes suchen. Da geht's wieder hoch. Naja, mit dem Raum machen wir im nächsten Part weiter. Also, bis zum nächsten Mal, euer TT Game.